Du blöde Kuh, ich bring dich um! Nein! Ich mach dich fertig! Du hast mich reingelegt! Ich mach euch alle fertig! Ich mach euch fertig! Inspektor, das ist die Kanna-Villa. Shorya Kanna ist der Besitzer des Hauses. Wir haben das Anwesen von Mehe Kanna gekauft. Wirklich? Haben Sie den Vertrag von diesem sogenannten Kauf? Beweisen Sie, dass das Haus Ihnen gehört. Inspektor, schaffen Sie diese Betrüger hier weg. Alles, was ihr mir weggenommen habt, habe ich mir wieder zurückgeholt. Und jetzt bist du wieder obdachlos. Du hast bekommen, was du verdienst. Schaffen Sie sie weg. Du verdammter Idiot! Mehek und Shorya leben wohl! Hoch lebe die Göttin, die allen Anfängen Kraft gibt. Hoch lebe die Göttin. Hoch lebe die Göttin. Hoch lebe die Göttin. Jayambe Gauri, Maya Jay Shama Gauri. Nish din tumko dhyavat Hari Brahma Shivji. Jayambe Gauri. Hoch lebe die Göttin, die auf dem Löwen reitet. Hoch lebe das Heiligtum. Dank der Göttin können wir jetzt endlich wieder wirklich glücklich sein. Dank der Göttin können wir uns endlich wieder freuen, wieder lachen und gemeinsam feiern. Hoch lebe die Göttin. Hoch lebe die Göttin. Hoch lebe die Göttin. Hast du alles erledigt? Ja, Shorya. Das Sicherheitssystem läuft wieder und die Wachen sind informiert. Die Polizei weiß auch Bescheid. Sehr gut. Du wolltest Mehek doch heiraten, oder? Siehst du jetzt, was dabei rausgekommen ist? Ich mache sie fertig. Ich werde es den beiden sowas von zeigen. Ich werde das Leben von Shorya und Mehek so ruinieren, dass sie sich wünschten, sie wären tot. Dieses Schwein. Ich werde mich an ihm rächen. Und ich weiß schon, wie ich töte Mehek. Hör auf, du Idiot. Du hast einfach alles verloren, was ich uns mit so großer Mühe beschaffen habe. Du Hexe! Du spuckst große Töne. Vielleicht sollte ich dich noch vor Mehek umbringen. Ihr solltet aufhören zu streiten. Und vergesst, was passiert ist. Das werde ich nicht. Ich werde es nicht vergessen. Ich mache sie fertig. An jedem einzelnen Tag. Bis ich mich gerecht habe. Bis ich es Mehek und Shorya Kanna heimgezahlt habe. Kommt alle her. Es gibt Reispudding mit Nüssen. Hier, Mr. Kurana. Ich habe Ihnen Ihr Lieblingsgericht gekocht. Danke. Vicky, ich will die Aufnahmen der Überwachungskameras der letzten 24 Stunden, okay? Ja, Shorya. Shorya, warum brauchst du die denn? Hör zu, Mehek. Wir können Ajay und seinen Leuten nicht trauen. Die würden wirklich alles tun, um uns zu schaden. Ach komm, Shorya. Lass doch gut sein. Okay, Shorya. Die Anzeige ist raus. Die Anzeige? Komm mit. Ich zeig's dir. Komm. Hört mal kurz auf. Komm her. Entschuldigt, ich brauche kurz eure Aufmerksamkeit. Wir haben eine Vermisstenanzeige aufgegeben, in allen Städten. Wer uns dabei helfen kann, Mohit wiederzufinden, bekommt eine Belohnung. Außerdem wird uns Mr. Kurana bei der Suche helfen. Ich bin mir sicher, dass wir Mohit bald finden. Danke.
Jetzt müssen wir nur abwarten. Mohit wird bald schon wieder zu Hause sein. Und weißt du was? Dann wird alles wieder gut. Danke, Shorya. Du bist ein wahrer Held. Okay, wir verschwinden. Und ihr solltet euch auch ausruhen. Bitte, übernachtet heute hier. Wir können zusammen feiern und etwas zu essen bestellen. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Bitte. Die Familie will heute feiern. Und was ist mit uns? Kanta, bitte bleib hier. Bitte. Okay. Mr. Kanna, würdest du mich ins Schlafzimmer begleiten? Moment. Was ist das? Ein Paket für Mr. Kanna. Okay, Sie können rein. Okay. Wenn du dich so benimmst, hättest du vielleicht jemand anderes heiraten sollen. Warum mich? Das war wohl ein Fehler. Ich glaube, daran muss ich was ändern. Ich habe schon die Scheidung eingereicht. Na gut, du kannst tun, was du willst, aber komm bloß nicht zurück. Hin. Shorya, du hast uns alle so glücklich gemacht. Bitte feiere und tanz mit uns jetzt, ja? Komm, hier geblieben. Lass uns tanzen. Komm her, komm her. Ravi, Ravi, ich bin gleich wieder da. Okay, gib mir einen kleinen Moment. Shorya ist bestimmt gleich da. Ich sollte mich fertig machen. Tanz doch mit uns. Ich bin doch gleich wieder da, okay? Eine Minute, okay? Shorya, ich muss mit dir sprechen. Was gibt's? Jetzt ist ja alles gut, aber was ist denn jetzt eigentlich mit eurer Scheidung? Ich meine, ist das in Zukunft kein Problem? Nein, Kanta. Die Papiere waren unvollständig. Wir haben sie nur ausgefüllt, um Ajay reinzulegen. Sicher? Sicher. Kanta, jetzt tanz doch bitte. Bitte, los, los. Sorry, halt mal. Ich glaube, er hat vergessen, dass seine Frau hier auf ihn wartet. Weißt du, es sollte einen Preis für Schwiegersöhne wie dich geben. Ich wollte einfach noch mal mit dir sprechen und dir sagen, wie viel es mir bedeutet, dass du... Hey, komm jetzt mit mir mit. Warum lässt du ihn nicht in Ruhe? Aber ich... Mrs. Kanna, es tut mir leid. Es war nur ein Scherz. Mehek, wo ist sie denn jetzt? Sie will mich bestimmt nur ärgern. Mehek? Mehek? Mehek?
Es tut mir leid. Hör auf mit dem Quatsch. Mehek! Mehek! Wo kann sie denn nur sein? Die gewählte Rufnummer ist derzeit nicht zu erreichen. Mehek, wo bist du denn? Es macht dir echt Spaß, wenn ich mir Sorgen mache. Avara! Ja, Sir? Hast du Mehek gesehen? Nein, Sir. Hört sofort auf damit! Geht, verschwindet! Habt ihr Mehek gesehen? Shoria, was ist denn passiert? Sag mal, ist sie denn nicht mit dir nach oben gegangen? Pidi, Mehek. Mehek, wo bist du denn? Mehek ist bei mir. Im Moment geht es ihr noch richtig gut. Und es wird ihr auch gut gehen, solange du mit mir kooperieren wirst, verstanden? Du hast mit mir gespielt und dir deine Villa zurückgeholt. Und jetzt will ich spielen. Also habe ich deine Frau entführt. Jetzt spielen wir beide ein neues Spiel. Ich gebe dir 4 Tage Zeit, Mehek zu finden. Also benutz mal dein Hirn. Und mach dich auf die Suche nach ihr und streng dich an. Und wenn du versuchen solltest, die Polizei mitspielen zu lassen, dann schmeiß ich dich aus dem Spiel raus. Hast du mich verstanden? Und Mehek ist tot. Mr. Korana, Vicky, wir müssen Mehek finden. Sofort! Vicky, fahr den Wagen vor. Security! Du willst Security sein? Wer ist hier gewesen? Shoria! Shoria, was ist los? Was ist passiert? Shoria, geht es Mehek gut? Ajay war im Haus und hat Mehek entführt, verdammt! Wer hat Mehek entführt? Ajay? Was? Shoria! Was hast du getan, Shoria? Nur meine Shoria. Arbeit, Sir. Shoria, lass ihn. Wir rufen die Polizei. Die finden sie. Nein, er hat gesagt, keine Polizei. Meheks Leben steht auf dem Spiel. Ich werde sie selbst finden. Mehek, es tut mir leid. Shoria, er gehört zur Staatspolizei. Er trägt auch keine Uniform. Ajay wird nicht erfahren, dass wir ihn eingeschaltet haben. Sir, hier war nur ein Paketlieferant. Aber der Paketbote ist nicht wieder rausgegangen. Sir, ich dachte, es ist eine wichtige Lieferung. Hören Sie, Sir. Ich wurde von Meheks Handy aus angerufen. Ajay hat gesagt, dass er Mehek umbringt, wenn ich die Polizei einschalte. Und deshalb bitte ich Sie, bleiben Sie und Ihre Leute in normaler Kleidung und verhalten Sie sich unauffällig, bitte. Ich habe den Standort. Chanakiapuri. Wir müssen sofort dahin. Kommen Sie. Vicky, du suchst dort. Ja. Ich bring dich um, Ajay. Shoria. Ich weiß nicht, wo Ajay unsere Tochter versteckt hat. Wir wissen einfach nicht, wo sie jetzt sein kann. Jiva. Hören Sie, Sir. Ich will Mehek gesund und munter zurück. Haben Sie mich verstanden? Selbst wenn Sie dafür jedes Haus in Delhi durchsuchen müssen. Shoria, bitte. Beruhigen Sie sich. Das hilft nicht. Wir werden nach Mehek suchen, aber... Ich will kein Aber hören. Wenn es sein muss, brenne ich die ganze Stadt nieder. Ich will Mehek zurückhaben.
Es tut mir leid, Mr. Kurana. Ist okay. In Ordnung. Hören Sie, er wird anrufen, um seine Forderungen zu nennen. Deshalb haben wir all Ihre Telefone, Handys und das Haustelefon manipuliert. Wir werden ihn finden, sobald er Sie anruft. Shoria, Ajay will Sie jetzt genauso quälen, wie Sie ihn zuvor gequält haben. Keine Sorge, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Shoria, das Klingeln kommt von dort. Wo ist das Handy? Hallo. Hallo, Mr. Kanna! Herzlichen Glückwunsch! Es sieht wohl so aus, als hättest du bereits das erste Level des Spiels geschafft. Ajay! Du blödes Schwein, machst die Möbel in meinem Haus kaputt? Gut. Du solltest das Spiel mit dem gleichen Enthusiasmus spielen. Das Schwein bist du. Wenn du den Mut hast, spiel das Spiel, ohne dich zu verstecken. Komm her und kämpf mit mir wie ein Mann. Du hast deine Frau geschickt, um an die Papiere zu kommen? Und du, redest davon, wie ein Mann zu kämpfen? Hör mir jetzt mal gut zu. Du hast noch Zeit bis Dusera. Hast du mich verstanden? Also, versuch lieber, deine Frau zu finden, wenn du es kannst. Ansonsten bleibt deine Frau nämlich bei mir. Und wenn du es nicht schaffst, sie zu finden, dann tausche ich sie gegen die Papiere ein. Kapiert? Ja. Und wenn dir dein Anwesen wichtiger ist als deine Frau, dann werde ich sie einfach behalten. Aber dann ist es meine Entscheidung, ob ich sie am Leben lassen will oder sie töte. Hör zu, Ajay, okay. Du willst das Anwesen, oder? Dann lass deine Spielchen, gib mir Mehek zurück. Du wirst das Anwesen kriegen, ich verspreche es dir. Nein, 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 nein. So langweilig soll unser Spiel nicht sein. Du hast mich sehr clever reingelegt. Dafür muss ich mich doch revanchieren. Wenn du weißt, was ich damit meine, ja? Jetzt will ich mit dir und deiner Frau eben auch ein Spielchen spielen. Ach, komm schon. Lass mir doch auch ein bisschen Spaß. Du Schwein, ich werde dich töten, wenn du es nur wagst, sie anzufassen. Wenn du ihr zu nahe kommst, gnade dir Gott! Hör auf zu bellen wie ein Hund, Mann! Nutz die Energie für das Spiel! Sonst verlierst du beides, das Spiel und deine Frau. Okay, ich leg jetzt auf. Und weißt du was? Mehek ist jetzt bei mir. Also, lass mich Spaß mit ihr haben. Weißt du, ich werde jetzt gleich wieder zu ihr gehen. Ajay, ich bring dich um! Aber vorher kriegst du noch den Hinweis des Tages. Also, pass gut auf. Ich sag's nur einmal. Ich brauch was zu schreiben. Papier und Stift. Ich bin bereit. Es ist schwarz und es ist rund. Hörst du mir zu? Bist du bereit? Los, sag schon. Hör zu. Also, es ist schwarz und es ist rund. Öffne den Deckel und du wirst alle Antworten darin finden. Ich hoffe, du hast keinen Durst. Ajay, bitte. Was soll denn dieser Unsinn, bitte? Merk es dir. Du wirst Mehek heute noch wiedersehen, aber nur, wenn du dieses Rätsel löst. Hör mir noch mal gut zu. Es ist schwarz und es ist rund. Öffne den Deckel und du wirst alle Antworten finden. Ich hoffe, du hast keinen Durst. Ajay, Ajay, Ajay. Es ist schwarz und es ist rund. Was kann das sein? Sir, haben Sie während des Anrufs irgendetwas bemerkt? Ein Geräusch, ein Hinweis, irgendwas? Es klang, als wäre er auf einem Marktplatz. Ich habe etwas im Hintergrund gehört. So, Kichererbsen für 20. Kichererbsen für 20, sowas. Und ich habe eine Durchsage gehört. Da
Das klingt, als könnte es vor der Metrostation in Chandni Chowk sein. Da kriegt man Kichererbsen mit Fladenbrot für 20 Rupien. Und man kann die Ansagen auch außerhalb der Station hören. Inspektor, schicken Sie Ihr Team dorthin, um nachzusehen. Los, gehen Sie. Los. Und wir verschwinden auch.